Marketing-Gag oder mystischer Hopfensaft? Das Appenzeller Vollmondbier. Alpsegen in den Appenzeller Bergen. Eine Tradition der Elbler seit Generationen. 43 ist Sommer. Also 21 Jahre der Vater und jetzt 22 ist Sommer. Und ist er noch nicht verleidet? Nein, da habe ich den Himmel. Ich stelle mir den Himmel so vor wie die Alp. Das El International, eine Szenenbar in Zürich. Seit kurzem dem Appenzell auf eigentümliche Weise verbunden. Appenzell, es gibt einen Mensch, der mir mal gesagt, Appenzell, das seien die Indianer von der Schweiz. Ich habe zuerst mich lustig darüber gemacht, aber ich muss doch sagen, es hat was Besonderes. Die Appenzeller sind ein spezielles Volk und ich werde sie und ich lerne sie auch immer mehr besser kennen. Im Appenzell fanden die Gründer des El International, was sie lange suchten. Eine eingesessene Brauerei, die bereit war, mit den Städtern zusammenzuspannen und ein unkonventionelles Bier zu lancieren. Ein trendiges Szenenbier, das nicht aus Mexiko importiert zu werden braucht. Abgefüllt in ökologische Mehrwegflaschen, das Vollmondbier. Das häufig wechselnde Etikett zeigt immer das Runde, Volle. Genau genommen den Vollmond, der hier aus aktuellem Anlass zum Fußball mutiert. Nur 33.000 Flaschen werden nach dem Brau- und Gärprozess jeweils fürs El International abgefüllt. Auch das hat mit dem Vollmond zu tun, der dem Bier nicht nur den mystischen Namen gibt, sondern auch seinen Produktionsablauf bestimmt. Oftmals ist es passiert, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Bier getrunken hat und man hat gesagt, ich dachte, gestern ist Vollmond gewesen. Und darum sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen. Und erst im Nachhinein haben wir gesagt, wenn wir diesen Namen schon geben, wollen wir auch, dass es in der Vollmondnacht gebraut wird. Für einmal kein Etikettenschwindel. Vertragsgemäß wird das Vollmondbier tatsächlich jeden Monat während einer einzigen Nacht gebraut. Romantisch ist das nur scheinbar, denn der Brauvorgang wird längst elektronisch gesteuert. 10.000 Liter per Knopfdruck. Doch vergessen wir den Felsenkeller nicht. Hier gärt das Bier 6 Wochen in den Fässern, bis der Braumeister den Saft für gut befindet. Chemische Zusätze kennt das Vollmondbier nicht. Kein Zufall, wenn man weiß, dass 5 Rappen pro Flasche für den Schutz der Wale bestimmt sind. Mittlerweile hat sich das Vollmondbier zu einem In-Bier entwickelt. Obwohl aus einer spontanen Idee entstanden und nicht sehr professionell gemanagt, oder vielleicht gerade deswegen, wird das exklusive Bier heute nicht nur in Zürich, sondern bereits in Berlin und morgen, so der Mond und die Wiener es wollen, auch in Österreich getrunken. Unfreiwillig ist das El International wohl dem Trend zum Mystischen aufgesessen. Wir sind überrannt worden mit dem Mystischen. Also wir spüren immer mehr, dass was Mystisches sein muss daran. Aber wir haben Freude und wir sind auch immer mehr informiert durch das. Aber genau kann ich das nicht erklären. Ich glaube, es ist schon eine mystische Sache, dass überhaupt das Vollmondbier so viel Erfolg hat. Man sagt dem Vollmond nach, er habe im Appenzell eine ganz besondere Wirkung. Dass damit im Unterland und in der Fremde ein Geschäft gemacht wird, stört hier niemanden. Im Gegenteil. Auch er habe nach 20 Jahren wieder etwas Neues ausprobieren wollen. Einen Vollmondkäse möchte der Elbler aber lieber doch nicht verkaufen. Da müssen wir zuerst noch ein bisschen überlegen. Und da müssen wir also, da will ich jetzt so gut überlegen, bis ich da probieren will. Was müssen Sie da überlegen? Ich bin jetzt der Käse mich in der Vollmondnacht und ich bin da am Echt oder nicht. Ich glaube es nicht. Ich muss es nicht probieren. Warum nicht? Ja, weil ich nicht glaube daran. Ich glaube nicht daran, dass es da einen Einfluss hat.